Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute, und ich freue mich total, dass ich mal über eine Sportart, wo ich mich ein bisschen auskenne, sprechen kann. Max Hopp ist hier. Hallo. Und es ist nicht mehr weit zur WM. Bist du auch schon am... Tatsächlich, Fußball-WM letztes Jahr Bahrain, schön. Katar, by the way. Auch. Deswegen, da merkst du. Ne? Nein, aber, so sehr hat dich das interessiert letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, im Winter, ne, wir konnten im Garten nicht feiern, war scheiße. Alter. Schwachsinn. Ja, aber die Dart-WM, das ist doch ein fester Bestandteil des Lebens geworden. Ja, wo ich genau weiß, alles klar, ich werde wieder meinen Huni auf den Anderson tippen und sage, unglücklich. Aber ist tatsächlich einer meiner Favorites. Du hast ihn mal kennengelernt, hundertprozentig, und hast auch mal gesagt, dass er in Ordnung ist. Und das macht mich immer, dann, ich bin immer beruhigt, weil ich ja mit ihm bei der Promi-WM mal war. Und ich glaube, die hätten uns von der Theke, sag ich mal, nicht mehr weggekriegt. 3 Stunden zwischen Halbfinale und Vorrunde. Ihr seid wohl bescheuert. Wir hatten natürlich nichts mehr getroffen. Ja. Ja, aber der Gary Anderson ist ein feiner Kerl. Ja. Ich habe ihn auch immer sehr bewundert für seinen schnörkellosen Wurfstil, und er hat immer so eine lockere, flachsige, coole Art gehabt. Und ja, der ist natürlich auch irgendwo am Ende seiner Karriere aktuell, aber hat mir auch ein paar gute Tipps gegeben tatsächlich, die ich bis heute beherzige. Und ja, aber ich glaube, du kannst jedes Jahr einen Huni draufsetzen, Weltmeister wird er wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe beim Nessen, das Gefühl, der Herr Espinel, der wird Weltmeister, habe ich das Gefühl. Also da würde ich locker einen Fünfer setzen. So mutig. Nein, aber es ist tatsächlich so, der macht für mich, auch wenn er jetzt gegen Vergerben verloren hat, einen sehr stabilen Eindruck, obwohl er vorher immer ein bisschen, wo ich gedacht habe, na, ob der mit den Nerven ganz gut klarkommt, weil er auch mal gern ein Heulerchen dabei hatte oder irgendwie sowas. Ne? Aber, ja, aber der Sport lebt auch von Emotionen. Ja, natürlich immer. Ja, und glaub mir, guck mal, wir sitzen hier, die sind alle ruhig. Wenn du dartest, so viele dumme Sprüche wie beim Dartsport hörst du ja bei keiner Sportart. Ne? Ja. Wenn du das Publikum, ne, dann denkst du auch so, halt doch mal die Fresse, da musst du so konzentriert sein dabei. Ne? Ja. Und ich habe aber gemerkt, wo ich dann da stand, war immerhin Fernsehen, ich habe sie nicht gehört. Ja, weil du in deinem Tunnel warst, weil du einen Fokus hattest oder weil du 5 Pilz getrunken hast. Der Tunnel wurde nicht besser, also mein Wurfstil wurde nicht besser, aber ich habe sie tatsächlich nicht gehört. Ja. Du warst eigentlich die Nummer 1 im deutschen Dartsport lange Zeit. Es gab vor dir keinen, wo man sagen könnte, alles klar, der hat uns drauf aufmerksam gemacht. Jetzt ist Gaga und Shindy noch da. Es rückt ein paar nach, aber keiner macht den großen Schritt zum Halbfinale oder Finale. Woran liegt's? Ja, woran hattet ihr lesen? Da fragt man sich immer, woran hattet ihr lesen? Okay. Ne? Ja, also wir sind jetzt halt nicht die krasse Dartnation, da müssen wir einfach realistisch sein. Wir sind ein großes Land mit sicherlich viel Potenzial, auch in so einer Randsportart wie Darts. Ich meine, es hat sich ja schon vom Kneipensport zu einer richtig großen Bühne auch entwickelt. Ne? Also wir haben ja wirklich dann schon auch Aufsehen von verschiedenen TV-Sendern. Die WM schauen zwischen 3 und 5 Millionen Leute jedes Jahr. Das ist schon anständig. Ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube einfach, wir haben nicht diese Wettkampfhärte, wie es die Briten haben. Also wenn du dann wirklich mal gegen so einen rotzigen... Aber auch Holländer. Letztes Mal war so ein stabiler Holländer im Fernsehen, habe ich noch nie gehört. Ja. Und der hat gerade ausgeschmissen. Ne, der konnte. Ja. Und was ist denn mit ihm? Ja, aber das kam die vor. Aber das ist ganz leicht zu erklären, die haben es von der Pike auf anders gelernt. Also in Holland gab es damals schon einen Van Barneveld, dann kam ein Van Gerven. Also die haben viele Weltmeister, von denen sie lernen konnten und von deren Wissen sie zerren. In Deutschland haben wir das halt nicht. So, also uns fehlt wirklich der eine, der diesen Weg ebnet für viele weitere und sein Wissen dann auch weitergibt. Oder dieses, auch vielleicht das emotionale Scheißegal-Gefühl, dass du einfach deinen Stiefel runterspielst, so wie die Engländer das auch machen. Kneipe hier, zack, und ich werfe geradeaus und egal, was der wirft, ich höre das nicht. Ja. Und ich muss mir auch keine Stopp in den Ohr machen, damit ich nichts höre. Oder weißt du, wie viele, wie der White zum Beispiel das macht, oder wie heißt er hier, der nur im Fernsehen versagt. Max Hopp. Echt, bist du auch so weit? Es gibt einen Engländer, der ist immer vorne mit dabei und ist schon was älter, hat schon zu Taylor-Zeit war schon dabei, aber wenn Fernsehen war, Dann ist vorbei. Diamond. Ah, Ian White. Ian White. Ian White, ja. Im Fernsehen hat immer seine Stoppen im Ohr, ja.
Aber dann, ne, das ist ein Kneipensport. Du musst es das eigentlich gewöhnt sein. Und da haben wir es wieder mit Ausreden, also beim Dart, ne? Wenn es dann nicht läuft, oh, heute hatte ich Rücken und schlecht geschlafen und dann, ne? Stöpsel rein ist ja auch so ein Zeichen, dass du irgendwie die Emotionen von den Zuschauern gar nicht mitnehmen möchtest, weil andere Spieler trägt das durch so ein Spiel, auch die leben davon, die finden es geil, wenn die Leute die anfeuern. Und deswegen würde ich sagen, erstmal kräftigen Applaus, dass wir in Fahrt kommen und Prost. Prost. Schön hier zu sein. Ich glaube, ich würde zu viel mit dem Publikum diskutieren. Das traue ich dir ja durchaus zu, ja. Dass ich zwischenzeitlich, aber das würde mich im Spiel bestärken, dass ich sage, Junge, warte, nächster. Ich glaube, du könntest deinen Gegner auch mit Trash-Talk niederringen. Da sehe ich dich. Spielerisch vielleicht nicht überragend, aber es gab ja damals im Tennis. Ich habe gegen Gaga gewonnen. Ja? Ja, in eine. Bei was? Bei Schnick, Schnack, Schnuck? Oder? Pass auf. Corona-Zeit, er musste mit links werfen, ich rechts, beide mit der Kamera. Und er war früher auf Scheck. Ja gut, das ist ja auch leicht. Aber beim Gaga sehe ich das vielleicht am meisten, dass er mental eher mal nachdenkt. Dass er plötzlich merkt, oh, ich könnte was erreichen. Ja. Ich bin gerade gut im Spiel, weil er es kann. Ja, weil du siehst, alles klar, bei dir sehe ich, fängst du unten oder über die 20 an, also über die Triple 20. Bist du über die Triple 20, ist für mich alles safe, der nächste ist drin. Bist du da drunter, arbeitest du daran, wie komme ich höher? Ja, und da weißt du schon, auf den setze ich keine 5 Euro. Ich habe 6 gesetzt. Aber wenn du jetzt, du warst bei der WM dabei, jetzt kommt die nächste WM, da ist das nicht so, wo du man denkt, scheiße. Ja, das war so geil da. Ja, natürlich. Also ich war jetzt insgesamt 8-mal in diesem verrückten Ellipelli in London gewesen. Und das ist schon ein Irrenhaus da. Ne? Die sind alle kostümiert. Also denkst bis irgendwie, ja. Keine Taxen ab irgendeiner Zeit. Ja, das stimmt. Die Leute gehen wirklich dann beim letzten Spiel, also das letzte Spiel des Abends, gehen die Leute schon raus, damit sie die U-Bahn noch erwischen oder irgendwie ein Uber, dass sie da wegkommen. Ja, weil das liegt halt auf dem Hügel. Das ist in der Nähe von diesem Tottenham Fußballstadion, aber wirklich mitten auf dem Hügel. Und dann, hab mal 3-8 im Kessel und lauf noch irgendwie 3 Kilometer heim, das geht nicht gut. Aber du hast gut. ja auch in deinem Leben jetzt eigentlich nichts anderes mehr vor. Du jetzt überlegst, es gibt ja nicht wie im Fußball, ich werde jetzt Trainer, Manager oder Management würde vielleicht noch gehen, aber man überlegt doch so, wie kann ich mich am Kacken halten? Ja, definitiv, ja. So, pass auf, du kannst kleine Turniere, wenn du dich auskennst, kannst du kleine Turniere spielen und du weißt ganz genau, du verdienst mehr als jemand, der irgendwie einen 8-Stunden-Job hat oder was, weil du da die Kohle mitnimmst da. Aber jeder sieht, der ist hier dabei und der zieht die Kohle ab. Ja, ja? Und dann melden die sich eben ab vom Turnier. Dann das ist melden die sich so. Ab. Ne? Ja. Also da ist zweischneidiges Schwert, muss man ganz ehrlich sagen. Definitiv. Ja? Aber dann nach ganz oben zu kommen, muss man eben vielleicht den einen Tag zum Rausrotzen haben. Wo du sagst, so, jetzt habe ich den Preis weggemacht. Und ist scheißegal, ob der jetzt ein Kopfhörer oder meckert, schreit oder ist locker. Er ist viel lockerer geworden, er ist auch beliebter geworden, glaube ich. Er wird nicht mehr so ausgepfiffen und so. Aber ich glaube, dadurch hat er sich aber auch erstmal bekannt gemacht, dass er das macht. Aber wenn du den schlägst, weißt du, alles klar, ich kann jeden schlagen. Und du hast ihn schon geschlagen. Auf jeden Fall, das verleiht dir halt so ein Gefühl, jetzt ist alles möglich, wenn du den aus dem Weg geräumt hast. Dennoch kannst du in der nächsten Runde auch gegen einen relativ Unbekannten dann rausgehen. Du musst diese Energie halt einfach mitnehmen. Und wie du schon sagst, Price ist ein bisschen ruhiger geworden, aber es gab damals halt keinen Bad Boy im Darts. Man muss das so sehen, der kommt aus dem Rugby, der hat halt auch eine andere Wettkampfhärte. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, dass er Rugby-Profi war, hat ihm geholfen, im Darts auch so erfolgreich zu sein. Weil der Clayton auch, aber freundlich. Ja, aber freundlich. Aber der ist zu seinem ersten Interview gekommen, hat gesagt, diese ganzen bierbäuchigen Dartspieler, den ziehe ich jetzt das Geld aus der Tasche. Ich bin vermarktbar, ich habe ein Sixpack, ich habe so dicke Muckis, keiner nimmt es mit mir auf. Und dann ist er wirklich innerhalb von 7 Jahren aus einer anderen Sportart gekommen, ist Weltmeister geworden. Das muss man wirklich schon respektieren. Ich habe auch so getroffen, der hatte Sandalen an, da war abgehakt. Abgehakt, ja. Man trägt keine Sandalen als Mann. Ja. Wenn ich einen von euch hier mit Sandalen, der fliegt hier raus sofort. Ja, ist bei Frauen mit Crocs, ist genau dasselbe. Niki, oder können wir ein Foto machen? Ich so, nee, lass. Boah, Junge, das geht ja gar nicht. Ja. Das heißt, wie kann man denn Dartsportler sein oder Rugby und man trägt hier eben mal hier ein paar Fick-Sandalen. Nein, aber ich konnte dann wirklich, das war so, man sagt immer Birkenfick. Ne? Sagt man dazu. Ja, in Duisburg. Ja. Aber für mich ist das so, dass ich genau weiß, ich habe nicht das Talent jemals an, obwohl ich alle bewundere. Ich hätte im Fußball Talent, ich war aber zu faul. Aber im Darten hätte ich gern das Talent. Es gibt den Moment, wo ich vom Alkohol genau richtig bin. Ja. Dann läuft es. Dann kommt das nächste Bier und dann läuft es wieder nicht.
Trinkst du vor dem Wettkampf oder hast du Leute, die du kennst, die trinken, die nur dadurch besser werden? Also wenn wir über einen normalen Wettkampf reden, dann ja. Wässerchen. Ja. Deswegen dachte ich hier, ich lasse auch mal den... Da gibt es gar keinen, der... beim normalen Wettkampf nicht, aber man muss es differenzieren. Beim Kneipenturnier, wo der Sport ja so einen Ursprung hat, da ist das erlaubt und du könntest theoretisch auch bei so Showveranstaltungen, bei Events, ja, genauso wie wenn ich jetzt hier zwei Bierchen trinke und dann ein bisschen Dart spiele, das ist legitim, aber jetzt bei den offiziellen Wettkämpfen sind da halt auch Schiedsrichter und es ist auch ein Komitee von der PDC, die das Ganze halt überwachen. Du musst aber nicht... in irgendwas reinpfeifen oder was, dass die deinen Alkoholkonsum sehen? Oder was? Nee, also es ist tatsächlich so, dass wir Dopingkontrollen dann haben. Und, ja. Das ist ja kein halt Doping, ist ja lecker. da stimme ich dir voll und ganz zu. Und es ist tatsächlich was dran, dass man das immer wieder auch sieht, dieses Phänomen, gerade wenn dann Hobbyspieler irgendwo, ne, die nur daheim in der Garage oder im Keller darten und dann kommen sie in die Kneipe und sind aufgeregt. Ne? In der Kneipe mit 30 Mann sind die tierisch aufgeregt und dann pfeifen die sich 2-3 Bierchen rein. Und sind normal. Und dann sind die normal, ja. Und dann gibt es so Leute wie du, die haben dann wahrscheinlich noch ein 4., 5. Pilz und sagen dann, jetzt bin ich gut. Ich kann original bei null so sein, und dann aber ist nicht es, beim Daten. Pass auf, dann ist es wie bei der Promi-Darts-WM, dann heißt es, in 3 Stunden hast du dein nächstes Spiel. Ja. Ich wusste gar nicht, auf welche Scheibe ich da werfen soll. Genau. Und dann, ihr müsst jetzt auf der Bühne und Gary und ich laufen und er geht rechts, weil er eine rauchen muss. Ja. Und ich, Gary. Ja. Ja, und dann muss ich zum Interview und er fragt die ganze Zeit Jackie, ob ich sauer bin. Und sie war auch voll wie eine Hacke und konnte ihm auf Englisch nicht mehr erklären, weil er mehr Gälisch gesprochen hat. Ja. Nein, er hat ein Interview. Es war kurios, aber war total geil. Und so ist das. Ich habe ihn gerne schon gesehen, weil er diesen Wurfstil auch hat. Diesen geradeaus, ohne Schnörkel. Mensor, das ist gefährlich, dem zuzugucken. Die sagen auch immer, lernt das nicht so. Nee, definitiv nicht. Und man fragt auch, wie kann der Fall da landen? Ne? Aber trotzdem hat er Erfolg gehabt, hat aber auch, und das ist das, wo ich drauf hinaus will, dieses Mentale, dass du nur gut bist, wenn du auch in dir ruhst. Ich glaube, wenn du zu viel an dir arbeitest, ist Dartsport der Sport, wo du genau siehst, hier baust du gerade Scheiße, obwohl du es kannst. Ja, und das macht dich dann halt kaputt. Also du darfst definitiv nicht zu viel experimentieren. Ich glaube, bei Menzo Suljovic, das kann man eigentlich vergleichen wie im Straßenverkehr. Man fragt sich, wie das gut geht, aber irgendwie kommen sie dann doch ans Ziel, die Pfeile von ihm. Und bei Gary Anderson ist es komplett das Gegenteil. Ja, ist er Datiritis? Heißt das so? Ja, Datitis heißt das. Ne? Datitis, man kann also den Pfeil nicht loslassen. Also Datiten quasi. Ja. Und du kannst einfach den Pfeil nicht mehr loslassen. Wie kann man das vergleichen? Vielleicht Jips im Golf, wenn die dann nicht mehr so richtig diesen Schlag... Ich weiß, beim Elektroschock, wenn du ein Kabel an, dass dein Gehirn sagt, es wäre gut, wenn du jetzt loslässt, aber die Info nicht ankommt. Ist vergleichbar, ja. Nee, aber man hat das selber schon mal gehabt, aber dann hast du 2 Bier getrunken, dann ging es. Ne? Ja, so. Ja. Und dann denkst du, was mache ich gerade hier? Ne? Aber dann spielt der Mo ist zum Beispiel hier, hinter meinem Schwiegervater. Und er spielt verdammt gut. Er spielt richtig gut. Und, aber er hat natürlich von diesen Kameras, von diesen Mengen oder so weiter noch nicht gespielt. Genauso mache ich ja Comedy, wo alle sagen, wir hatten einen Artikel, der hat viel besser Witze erzählt. Ja, lass ihn doch mal vor 10.000 Leute Witze erzählen. Ja. Ja? Ist genau dasselbe. Ist eine andere Nummer, ja. Ja, das musst du. Wie hast du das? Du hast dich langsam angerobbt, aber irgendwann musst du doch so abschalten, dass du sagst, jetzt bringe ich Höchstleistung, obwohl die Idioten da sitzen. Ja, also am Anfang war es wirklich so mein Naturell. Ne? Ich fand das immer cool, auf einer Bühne zu stehen. Ja. Ich mag es grundsätzlich auch, Leute zu unterhalten. Da habe ich keinen Schmerz mit und möchte den Leuten ja auch eine schöne Zeit bescheren. Deswegen war es bei mir so die Unbekümmertheit vielleicht. Also ihr müsst wissen, mit 16 bin ich da über Nacht quasi dazu gekommen. Also ich habe halt einfach nur Dart gespielt und dann war ich mit 16 für eine WM qualifiziert. So, und dann sagst mit du 18 halt, ging in Düsseldorf rum. Spaß. Ja, ich... Ich war tatsächlich noch nie in der Düsseldorfer Altstadt, ne? Das ist, da sollte man, Engel ist gut. Ja? Ja. Ja. Okay, merke ich da mir. Da kann man Musiker. Na, jedenfalls, ich vertraue dir irgendwie nicht. Nein, ist Heavy Metal und Hardrock und so weiter. Doch. Engel, okay. Kannst du hingehen. Okay. Da wirst du also nicht geschubst, weil du gerade dich übergibst. Okay. Ich schreibe es mir mal auf die To-Do-Liste. Ja, ja, und jedenfalls... Hier zusammen bin. Jedenfalls ich kenne einen. Kam ich in jungen Jahren da halt dazu und war noch mitten in der Ausbildung und schlussendlich habe ich dann irgendwann den Weg eingeschlagen. Aber über E-Dart erst? Über Stildart direkt. Sofort? Also E-Dart kam dann witzigerweise erst. Ja. Ne? Also ich war so der reine Stildart eigentlich aus dem Kinderzimmer so auf die große Bühne und wusste gar nicht, was mir passiert. Überall Pickel im Gesicht und keine Ahnung von nix. Dann also kamen die Pfeile zurück. Und dann gefragt, hier Papa,
ist es okay, wenn ich jetzt irgendwie mal probiere, Dart-Profi zu werden, so mehr oder weniger. Hat er gesagt, ah, das ist so, Junge, lern was Anständiges, lern was Gescheites. Opa war auch mal Locher, so nach dem Motto. Ja. Mach erstmal was Richtiges. Also hast du erstmal nur unter Tage gedartet. Ja. Ich bin so genial, aber komm. Jetzt ist er angekommen. Nee. Und dann kam das, wie gesagt, alles sehr, sehr plötzlich. Und am Anfang war es so diese Unbekümmertheit. Und dann kommen halt irgendwann mal logischerweise ein paar Probleme, wo du nicht weißt, wie du die handeln musst. Dann ist auch logisch, dass in so einer Karriere immer mal ein Tief ist. Ja. Da würde ich sagen, da bin ich jetzt langsam wieder raus. Aber das raubt dir dann auch mal so ein, zwei Jahre, wo du gar nicht so richtig weißt, damit umzugehen. Und jetzt ist einfach pure Freude an dem, was ich tue. Also es ist wirklich meine Leidenschaft. Und ich habe ja hier auch Pfeile mitgebracht. Ich würde einfach gerne mal die Gelegenheit nutzen, die mal rumreichen. Ja. Ja, da kann man nur Applaus. Ja. Hast du jemanden, der die selber dreht, oder hast du tatsächlich jemanden, nein, man kann tatsächlich seine Pfeile sich so, ob es jetzt der Barrel ist oder was, selber drehen lassen. Kann man machen, ja. Also ich glaube, der Herr aus Australien, der Simon, der hat alles schon probiert, was geht, um eine Scheibe kaputt zu machen. Ja, nicht nur da technisch tatsächlich, an der Stelle. Ja. Hat eine deutsche Frau. Hatte. Hecht auseinander, wegen der Pfeile. Auseinander. Nee. Ja. Wahrscheinlich wegen dem Pfeil. Ja. Nein, also es ist so, meine Darts werden, oder meine Dinger werden in Holland gedreht, wenn man so will. Die werden in Den Haag hergestellt. Ich bin bei einem holländischen Ausrüster. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also CNC-Fräsemaschine ist dir ein Begriff. Ja. Da gibst du dann ein Programm ein. Und dann wird das Rohmaterial, also der Rohling, so gefräst, wie du das willst. Wo du im Endeffekt auch die Kuppe hast und so weiter. Genau, und dann geht das noch ein bisschen weiter. Du kannst entscheiden, wo möchtest du deinen Schwerpunkt haben. Ich habe einen sehr kopflastigen, einen sehr zylindrischen Dart, der vorne so ein bisschen spitz zuläuft, ähnlich auch wie beim Gagger, dass wir einfach viele Pfeile aneinander werfen können. Und auch keine schraubbare Spitze, sondern die ist fest dran. Genau, die wird fest reingemacht, und dann kann man den Dart von innen halt noch aufbohren. Also du hast hier ein 2BA-Gewinde, da kannst du auch entscheiden, wie tief das gehen soll. Dann kommt hier quasi der Plastikschäft drauf und die Flights sind oben drauf gesteckt. Und bei der Spitze ist es ohne Krone oder Gummi oben, also die hängen komplett. Die bleiben so fest. Ja, ausnahmsweise mal ohne Gummi. Ja. Und hier kannst du das wirklich draufschieben und hast dann hier diese Barriere, dass der Pfeil darüber dann auch ins Feld hinein kann. Das wäre mein größtes Problem. Das wäre meine größte wirklich Sorge, dass ich den scheiß Flyer da nicht mehr... Und ich kann ja nur auf einem Auge sehen. Und dann, und dann gehst du ja mit der Spitze oben rein, damit es breiter wird. Kriege ich nämlich hin. Learning. Weißt du aber, was ich mache? Es hört sich jetzt traurig an. Ich weiß, dass ich irgendwann mal mein Augenlicht sehr wahrscheinlich verlieren werde. Ernsthaft? Also gehe ich manche Sachen schon blind an. Ich versuche eine Kette blind anzuziehen. Und so würde ich hier nicht drauf gucken und würde gucken, wo das drin ist. Wenn ich da drauf gucke, schaffe ich es nicht. Wenn ich das so mache, vom Fühlen her, ich kann hier jede Münze zum Beispiel erkennen. Jetzt schaffe ich das hier schon das nicht. Ja, ich drehe das dann. Ich würde jetzt die Spitze hier abschrauben, hier oben breiter machen. Und dann drauf zu machen. Und dann wirst du drauf zu machen. Ich kann tatsächlich sehr, sehr schlecht sehen. Ich habe angefangen mit 18 als Ausdruck für meinen Text, bin bei 32 und sehe nur auf dem linken Auge. Also ist sehr, sehr schwierig. Okay, spannend, aber das wusste ich nicht. Dafür habe ich mal sehr gut Dart gespielt. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Weil ich mir aber nur Stand und Schwung gemerkt habe und nicht eher mir auf die Scheibe geguckt habe. Ich habe gemerkt, alles klar, ich fange immer an, linkslastig, ich bin immer da, eher mir Richtung 12, erstmal so, stell ich so hin. Und Ehrmann wusste ich ganz genau, jetzt brauchst du, und dann kann ich auch die Augen zumachen und dann fliegen die so, wie ich sie haben will. Ja, klasse, aber dann hast du auch ausgeprägte Sinne, also dann fühlst du quasi so ein bisschen, wo der ungefähr hin muss. Ich du kannst ja auch am Klang teilweise auch erkennen, ne? Kann ich dir noch beibringen. Es ist tatsächlich so, dass ich von vornherein für mich mir das bildlich vorstelle, kann die Augen zumachen und der ist nicht weit weg. Hundertprozentig nicht weit weg. Aber er ist natürlich jetzt kein Vorteil. Ich glaube aber, der würde mich mental stärker machen, wenn ich besser darten würde. Das glaube ich auch. Aber vom Gefühl her glaube ich manchmal mit Augen zu, dass ich besser darte als mit Augen offen. Ja? Weil ich das eine nicht brauche und das andere da ist. Ja, wir sagen im Dart, manchmal brauchst du einfach einen guten Touch. Ich habe natürlich auch was für dich. Ich habe ja eigene Dartpfeile. Ja, davon habe ich gehört. Ja. Und was hältst du davon? Pack die doch mal aus. Komm, hier hast du den ganzen Beutel. Da sind hier sind auch Flyer drin. Dann wollen wir die doch mal begutachten. Schäfte. Verteilt unter den Armen. Brot für die Welt, der Rest bleibt hier.
So, also erstmal hast du so einen Standard-Barrel gewählt. Ne? Es ist erinnert von McDart vorgegeben. Ja, okay. Also ja. Es erinnert mich sehr an die zweite Generation Phil Taylor-Dart. Ich spiele sie selber nicht. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Phil Taylor ist, 16-maliger Weltmeister in unserer Sportart. Ja. Die Philipp Legende. Schneider auf Deutsch. Und der Dart erinnert mich wirklich sehr an seine zweite Auflage. Gut, die MK-Initialen hätte man auch weglassen können, hätte man MH machen können. Ja, bei mir muss zum Beispiel der Schaft viel kürzer sein. Ja. Weil ich, dadurch, dass ich ja auf diesem Auge nur sehe, den Pfeil nah ranziehe. Und wenn die so lang sind, habe ich hier Streifen irgendwann mal, weil ich den so nah ranziehe. Ja. Und dann kommst du heim und fragst die Frau, warst du wirklich beim Darten oder warst du woanders? Ja, ne? Ich M-Darten. Aber natürlich bin ich stolz, dass die mit mir so einen Satz dann gesagt haben. Ja, auf jeden Fall. Der verkauft sich und hat tatsächlich geklappt. Die haben mich gefragt, ob ich noch welche habe. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, ob ich damit treffe. Aber haben wir irgendwie eine Zielscheibe hier? Wen nehmen wir? Vielleicht da hinten, Das Reh, ja. Nein, wir haben tatsächlich genau E-Dart hier, E-Dart aber die blinkt dann komisch, die Anlage. Ja, aber wenn du, pass auf, du versuchst es an einer Steel-Dart-Scheibe und du sagst mir, hat gehackt, funktioniert. Wenn du da, ab welcher Position in der Weltrangliste bist du gerade? 62 war ich. Wenn du also unter die Top 32 wiederkommst, Liegt daran. Kannst du ruhig öffentlich dann sagen. Ja, klar. Kann man mal machen. Ja. Kann man machen. Ich habe Peter White vor seiner Weltmeisterschaft, vor seiner Weltmeisterschaft die geschenkt. Er hat sie nicht benutzt, aber er hat gesagt, er denkt über die Flyer nach, weil er auch Flyer dabei hatte, aber hat er auch leider nicht gemacht. Aber wie kann man in einem Spiel so oft die Schäfte wechseln? Ja, Peter Wright, das ist wirklich eine Never-Ending-Story. Ja. Er sucht nach Perfektion. Ich glaube, das ist ein Problem, was wirklich viele Dartspieler haben. Aber ich meine, das kannst du auch auf den Alltag übertragen. Ich glaube, einige Menschen haben das auch. Die suchen nach dem perfekten Umstand, nach Perfektion. Und du wirst auch im Dart Perfektion niemals erreichen. Also Dart lebt irgendwo auch von Fehlern. Ja. Peter Wright ist Weltmeister geworden. Und ich weiß es genau, weil sie es bei Sport1 gesagt haben. 1653 Fehlwürfe hat er gehabt und ist am Ende Weltmeister geworden. Ja. Das kannst du wirklich mit Basketball oder auch mit Handball vergleichen. Du hast einfach viele Fehlwürfe, die du akzeptieren musst. Im richtigen Moment hast du getroffen. Im richtigen Moment und einfach über die Länge so eines Spiels. Ein WM-Finale geht fast 3 Stunden mit mehreren Unterbrechungen. Da musst du einfach zur Stelle sein. Lässig wäre es ja gewesen, wenn er für den entscheidenden Dart so deinen Fall mit der Krabbe rausgeholt hätte und gesagt hätte, das ist er jetzt. Das Spiel Michael Smith gegen Van Gerven, wo der Neuner dann gefallen ist. War auch irre. Ja. Man muss, wenn man das sieht, denkt man, jetzt können wir aufhören zu darten. Besser geht es nicht. Ja, es war nicht möglich. Wenn er nicht trifft, hat er immer noch eine Chance auf Neuner. Ja. Ja, also das war schon der Beste. Ich habe mal einen Neuner geworfen, aber 9. Runde. Ging auch. Aber worüber man nie redet. Ich als Comedian habe da eine größere Fresse. Wer geht dir am meisten auf den Sack in der Dart-Szene? Und ich sage, es ist der Cross. Nee, James Wade. Echt? James Wade. Ich mag ihn nicht, von vornherein nicht, weil der so eine Art und Weise hat, wo ich denke, der ist auch mal vor der Schleuse geschwommen oder was. Aber der Cross, der labert zu viel. Obwohl ich seine Pfeile, ich mag auch die Farbe von den Pfeilen, aber ich finde die Pfeile ganz gut zum Werfen. Aber der labert jeden voll, ob er gewinnt oder verliert. Muss jeden nehmen, schwitze ihn voll. Warum? Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Eigenart von ihm. Ja. Also er ist jetzt nicht unnett, wenn man ihm begegnet, aber kennst du so ein bisschen die Engländer? Die Engländer sagen immer, oh, how are you doing, wie geht's dir? Und dann, wenn du antworten möchtest, sind die schon 2 Meter weiter. Also das ist alles so. Also völlig uninteressant, was du antwortest. Genau, oberflächliche britische Art und das haben wirklich ein paar von den Jungs und die sagen auch, hey, how are you doing? Und dann sind sie schon 2 Meter weiter, wenn du sagst, yeah, I'm good and you, how was the beer in Germany? Und weg. Das Best. Ja, der Best. Die haben ja wirklich Plörbräu. Ja, das stimmt. Und Weizenbier vertragen sie alle nicht. Also ich kann dir sagen, so von den Spielerpartys und drum und dran, Weizenbier und Jägermeister, das geht nie gut aus. Die verpassen reihenweise ihre Flüge nach Hause. Was ist denn, wenn eine Form Turnier, denen das alles mal so als Präsent? Ich glaube echt, die würden die Scheibe verfehlen. Ja. Glaube ich wirklich. Max Hopp gewonnen, 16. Runde, alles voll wie Eimer. Ich hoffe natürlich darauf, dass du da nochmal in diese Sache, man sagt immer Fernsehen. Ja. Fernsehen ist, glaube ich, das, wo man hin will. Weil man genau weiß, als gleich spiele ich mal ein attraktives Turnier. Ja, wo man vielleicht auch mal, sag ich mal, im Viertelfinale ausscheiden kann, aber man hat ein gutes Turnier gespielt und wichtig für die Weltrangliste, ein bisschen Kohle verdient, weil die Weltrangliste da anders eben aufgebaut wird. Ja. Ja,
Kannst du im Moment davon leben oder musst du irgendwas erreichen? Also ich kann davon leben, aber es ist schon so, dass Preisgeld nicht ein alleiniges Standbein ist. Ne? Also ich arbeite ja dann viel auch für Sport1 und DAZN als Experte. Inzwischen ist es im Darts leider wie im Fußball, du brauchst sämtliche Abos, dass du auch alles gucken kannst. Ich zu viel laber, haben die mir tatsächlich gesagt. Ich laber zu viel, deswegen bin ich nicht eingeladen. Ehrlich? Ja, Elmar und wir verstehen uns eigentlich sehr gut. Wäre witzige Geschichte. Aber DAZN und auch Sport1 sagt, der labert zu viel. Echt? Ja, und dann haben die mich für die zweite, man darf bei der Promi-WM nicht zweimal mitspielen. Das stimmt, ja. Und dann hat man mich als... Es sei denn, man hätte gewonnen, ne? Titelverteidiger ist immer glaub dabei. Glaub mir, ich werde ein zweites Mal mitspielen, hundertprozentig. Okay. Ja? Ich habe Sonderrechte. Nein, aber ich war dann als Co-Kommentator da und habe die ganze Zeit die Fresse gehalten, weil sie mir im Briefing gesagt haben, ich sollte ein bisschen zurückschrauben. Ja. Ja? Und da sitzt Amaretto mit am Tisch, der schreibt die Texte für Micky Krause und so weiter. Ja. Der sitzt... Was haben die jetzt zu dir gesagt? Ich sage, weißt du, was ich mache? Ich halte die ganze Zeit die Fresse. Habe ich gemacht. Ehrlich. Ja, wie kann man denn mir mein Maul verbieten? Wofür holt man mich denn dann dahin? Ja. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Generell ist es so, ich finde, egal welcher Sport, es lebt ja auch so ein bisschen davon, wenn die Kommentatoren sich hochschaukeln, ein bisschen dumm Zeug erzählen Sandro und mal ein Witzchen Wagner reißen. Gerade im Fußball ist deswegen attraktiv für die ganze, weil A in Ordnung ist, aber B viel labert. Ja. Das ist doch wichtig, dass einer auch mal sagt, ja, den hätte ich nicht verpflichtet. Ja. Wo andere sagen, wie kann der sowas sagen? Der hätte ich nicht verpflichtet. Da habe ich drei Leute auf der Position, die besser sind. Ja. So, die Ehrlichkeit, die fehlt dann dabei. Erstens die Ehrlichkeit und zweitens sollte nicht immer alles so aalglatt sein. Also das und wer ist beliebt bei euch? Wen magst du wirklich? Wen mag ich wirklich? Also schon Peter Wright tatsächlich? Ja. Ist der in Ordnung? Also der ist in Ordnung? Er hat mich umarmt. Wir waren in Düsseldorf. Der hat mich umarmt. Ich habe gedacht, jetzt bin ich mit ihm zusammen. In weil seine Frau ein bisschen zurückhaltend ist. In dem Rockschuppen war der wahrscheinlich. Ja, ja. Ich habe ihn ja nicht erkannt, weil der die Haare anders hatte. Ja, das ist wirklich so. Manchmal beim Frühstück erkennst du den nicht. Der hat dann einfach nur graues Haar und seine Frau ist ja Stylistin. Also man kann über Peter Wright schon sagen, ist ein kleiner Pantoffelheld. Sehr zurückhaltend. Ne? Sehr zurückhaltend? Ja, aber nicht zum Peter. Also sie betreut ihn, sie bestimmt die Frisur, das Outfit, macht ihm dann stylisch die Haare. Also er hat gar kein Mitspracherecht. Der hat gar kein Mitspracherecht, 100%. Da heißt es, Peter, sit down und dann sitzt der und dann wird der bunt angemalt. Ja. Ich sag mal, sie ist... Also wie mit jedem Betrunkenen am Wochenende, wenn er nicht heim will, ne? wird er auch angemalt. Aber sie ist keine Boderek oder sowas. Nee. Ja, Bodecki meinst du wahrscheinlich. Ja, so. Nein, aber die hat tatsächlich alles im Griff. Egal welchen Weg der macht, sie hat das im Griff. Da denke ich mal so, guck mal, da läuft der Gary locker. Ja, der Gary, der ist tiefenentspannt. Ne? Ich meine, ist ja auch ein Schotte. Da gehe ich ja halt angeln. Weißt du? Ja, der hat wirklich, der hat einen eigenen Weiher. Der hat, also, wissen viele nicht, der hat einen eigenen Weiher und da angelt der und dann ist er glücklich. Ne? Hat auch so einen riesen Hund, so einen riesen Windhund. Ja. Genau, Family, zwei Kids. Also ja, das ist dann auch so die andere Seite. Ne? Ich finde cool, ich finde einfach cool. Ich finde auch, wie er mit der Situation umgeht. Und er saß zum Beispiel mit Phil Taylor zusammen und die beiden haben nur gequasselt. Ja, und dann hast du gemerkt, alles klar, die sind schon lange dabei. Ich war der Erste, der dazu kam, weil ich mich irgendwo hinsetze. Ist mir scheißegal, ob ich jetzt da eingeladen werde, soll, ich spiele gleich mit ihm in einem Doppel, wir sollten uns jetzt hier kennenlernen. So, und dann wurde ich in das Gespräch mit aufgenommen, habe ihm wenig verstanden und Phil war zu schnell, aber war völlig in Ordnung, alles klar, und ich wurde aufgenommen. Und Phil sagte zu mir, der hat mit Faisal Kavusi gespielt. Ja, stimmt. Und er hatte aber gesagt, ja, er würde lieber mit mir spielen, weißt du, von der Laberei her. Ne? So, ne? Weil Faisal da zurückhalten war, obwohl er in Deutschland mehr eine große Fresse hat. Ne? Ja, aber das ist natürlich. Das ist dann interessant, dieses Backstage, weißt du, wo du sagst, da kommt keiner hin, da sind die PDC-Leute und die halten alles zurück. Da alles, kommst du nicht alles. Hin. Ja, also außer meine Ex-Freundin. Kannst du dich daran erinnern? Wo sind die Toilette? Wir unterhalten uns bei irgendeinem Turnier in Düsseldorf oder irgendwie so. Ja. Und da kommt die plötzlich und ist durch alle PDC-Leute, durch alle Security-Leute wohl durchgelaufen, weil sie die Toilette sucht. Und steht vor uns in dem Bereich, wo sie nicht hin durfte. Das ist auch eine Taktik. Die hat auch mal hier gearbeitet, die Granny. Die steht da. Wo kann ich denn auf Toilette? Wie kommst du denn hier hin? Ich liebe sowas. Ja, ich meine, das sind ja die heiligen Räume. Da darf eigentlich niemand rein, weil wir uns da wirklich in Ruhe vorbereiten wollen. Und gerade so ein Phil Taylor ist da auch immer sehr strikt gewesen. Also der hat Leute rausschmeißen lassen, ne? Ich schon glaube, früher. Ja, gesagt, ich traue ihm zu. Get the fuck out. Ja, aber beim Einwerfen hat tatsächlich auch der Van Gerven hat zusammen mit dem Van der Vaart gespielt und der Van der Vaart hat gesagt, Junge, da machst du gut. Und während des Spiels hat das nicht funktioniert. Ja, ich weiß, wir haben ja gegen die gespielt. Ja, wir haben 1-0 geführt, 2-1 verloren. Er hat sogar mit einer Double 19, Van der Vaart hat mit Double 19 ausgemacht. Wollte BDO spielen damals.
Und dann hat er auch gesagt, alles klar, das geht so nicht. Ja, ja, das war wirklich ein Fußballer, der gesagt hat, wo er dann im Ruhestand war, ich spiele öfter mal so Dartturniere. Also Van der Vaart hat dann auch in Dänemark wirklich ein internationales Turnier mal probiert, aber ging jetzt nicht so gut aus. Aber wir haben auch einen Handballer, der das gut macht. Ja, Florian Hempel, ja, stimmt. Er spielt das tatsächlich gut, ja, und er war... Er hat immer in der Bundesliga gespielt und all sowas und ist ein guter Data geworden. Ja, ich glaube, wenn du da einmal drin bist, kannst du mir nicht erzählen, dass die Fußballer und die Handballer irgendwie im Mannschaftshotel oder auch auf dem Trainingsgelände nicht ein bisschen zocken. Also ich war auch mal bei Union Berlin eingeladen, ne, und die haben unten in der alten Försterei, in ihren Katakomben, haben die ein Dartboard. Ja. Wir waren mal beim FC Augsburg, da war damals der kleine Manuel Baum noch da gewesen. Da hatten wir auch so ein Dart-Event gehabt und die haben eine total verranzte Scheibe in der Umkleide. Ja. Also da, wo die Halbzeitbesprechung machen, hängt einfach wirklich, also eine Dartscheibe mit Borsten raus. Mit auch so einer aufbaubaren. Ja, so eine verranzte. Ja, ja, genau. Ne, ist nicht verranzt, weil ich nicht so gut werfe. Ach so. Aber wann ist dein nächstes Turnier, wo du sagst, das ist wichtig, das könnte... Von der Weltrangliste, vom Standing, von allem, was ist wichtig, was jetzt im Herbst kommt? Definitiv Anfang November ist für mich das wichtigste Event, das ist die German Super League. Ja. Da bin ich jetzt schon qualifiziert, da nehmen insgesamt 24 Spieler dran teil und der Sieger hat ein sicheres WM-Ticket im Ellipelli. Okay. Dann gibt es noch ein weiteres. Für die nächste WM ist noch machbar? Genau, okay. Definitiv ist machbar, da gibt es noch 3 Chancen auch. Und ansonsten im Oktober erwartet mich wirklich was Spannendes, nämlich eine Schiffsreise. Ja. Da bin ich 7 Tage mit Phil Taylor unterwegs unter anderem. Und, der hat einen Kapitänschein? Nee, das nicht. Da würde ich nicht an Bord gehen. Da würde ich nicht an Bord gehen. Aber genau, wir haben da so eine Schiffsfahrt, wo wir dann halt gebucht sind und das ist eine Dartreise und jeden Tag ist ein anderes Turnier und wir sind auch wirklich nur mit Dartern aus Vereinen dort und können die morgens ein bisschen wach machen, trainieren und dann auch so ein bisschen scheuchen und sagen, spiel mal dies, spiel mal aber das. Bist du dann nicht mal satt vom Darten, ja, wo ich sage, tu die Pfeile weg hier? Boah, ich glaube, da wird mir eher schwindelig und ich muss ein Schnäpschen saufen wegen hier, ne, Schwankung vom Schiff. Also ich war noch nie auf dem Schiff. Ich durfte auf AIDA schon aufgetreten, ist so geil. Ich war noch nie, das ist so eine Mein Schiff 3 Geschichte, aber ich war noch nie auf so einem Schiff. Ja. Und das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Nein, du merkst es nicht. Wenn du es merkst, ist es zu spät. Okay. Danke für die Info. Das beruhigt mich jetzt total. Nein, fahr durch Mittelmeer ruhig. Ja. Nein, wir fahren halt durch den Ärmelkanal. Also die Route ist wirklich, wir fahren nach England, nach Frankreich, dann nach Seebrücke und dann wieder nach Bremerhaven. Ja, ist und aber auch noch. Das machbar. Mitte Oktober, weiß ich nicht. Ärmelkanal. Ja, gut. Delfine halt. Und wir haben den Scholten dabei. Kennst du... Und dann, wen? Den Scholten, den Roland Scholten. Der hat immer so geil gelabert. Ja. Ja, den haben wir auch mal als Co-Kommentator dabei gehabt. Und weil er so viel gelabert hat, ist er nicht mehr da, kennst du, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Es gibt viele, denen du alles zutraust. Auch der lange Holländer ist nicht der Scholten, wie heißt der andere? Van der Vaart. Van der Vaart. Der ist eigentlich gut, der macht ein dummes Gesicht beim Werfen, aber eigentlich ist er gut. Und der scheitert, glaube ich, auch an sich. Ne? Der denkt so, ja, jetzt habe ich die Chance und dann wieder vor Dori. Ja, so geht's den meisten. So geht's den meisten. Also du kreierst Chancen, aber die Chancenverwertung, das aber steht auf einem anderen nicht, Blatt Papier. Die Zauberei, dass du in dem Moment, was ein Van der Vaart über Jahre konnte, was er aber auch ein bisschen verloren hat, glaube ich. Ja, er hätte gegen Luke schon rausfliegen müssen. Ja, definitiv bei der WM, ja. Aber Luke ist immer noch in der, wo du denkst, er ist manchmal noch unruhig. So, ne? Aber er ist ein sehr guter Data, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? So, aber er war immer mal unschlagbar, weil er genau wusste, wo er hinwirft. Und er versucht immer wieder da reinzukommen, ob er sich die Socken hochzieht oder den Anbieter wechselt. Es klappt nicht. Ja, ist ja so. Ne? Ja. Dann hat er die, dann wollte er wieder seine eigenen dann haben da und spielt mit denselben Pfeilen, im Gegensatz zu Peter, der immer wieder wechselt. Ja. Das ist so interessant, diese Gespräche dann auch zu hören. Ne? Und im Endeffekt bleibt es derselbe mentale Mist. Definitiv, Ihr seid einfach nicht bei der Sache. Ja? Ihr seid drüber. Ja. Bitte? Einer hat was reingerufen. Hast du was reingesucht? Weiß ich nicht, nee, ich habe nichts gehört. Aber ich hätte da vielleicht noch mal einen Satz zu gesagt, nämlich Simon Whitlock. Ja. Das ist der Australier mit dem langen Bart und dem Pferdeschwanz. Die Rasterfahndung. Genau, ja. Bei ihm ist das so, dass er wirklich eine Werkbank daheim hat und der war auf der Suche nach den perfekten Spitzen. Und da gibt es wirklich abgedrehte Stories. Ich habe mir von dem auch Darts dann machen lassen, weil der hat einen Inbusschlüssel so runtergeschraubt, dass du den mit Loctite, also mit so einem Loctite-Kleber, einkleben kannst. Ja. Und das Spannende ist ja, bei einem Inbus,
der bricht nicht. Der biegt sich nicht groß weg, der ist unbrechbar. Stimmt, da wäre auch schlecht. Das heißt, da kannst du draufbrettern mit einem guten Gefühl, passiert nichts. Weil normale Spitzen aus dem Billigmetall, die brechen dir. Ja. Und dann stehst du da. Dann musst du auf einmal einen Ersatzfall nehmen, der ist vielleicht nicht so sehr abgespielt. Also das merkst du ja auch hier vom Grip. Der nutzt sich ja ab, wenn die Darts aneinander klacken. Ja. Und wenn du dann einen neuen Fall nimmst mit Mördergrip, ja, da kommst du im Zweifel gar nicht richtig weg. Da hast du fast schon Druck in der Schulter oder Oberarm? Tatsächlich alles aus dem Unterarm maßgeblich. Ja. Echt? Ja. Also dieses eigentlich... Ich habe hier wirklich im Unterarm einen sehr starken Muskel, aber der kommt nicht von der Bewegung, der kommt von der Bewegung. Ja, ja. Ja, gibt ja verschiedene Filme. Genau, ja. Man steckt nicht drin. Aber diese Überlegung, wo hole ich meinen Schwung her, ob ich den sogar aus dem Oberkörper, was völlig falsch ist. Das wäre völlig falsch. Ja, ja. So, dann gehst du irgendwann mal über die Schulter und kommst langsam und bei mir endet es im Handgelenk. Da ist irgendwann mal das Gefühl, dass ich den, sag ich mal, echt, wo ich sage, alles klar, jetzt kann ich auch andere Filme drehen. Aber da habe ich das Gefühl dafür. Aber Unterarm kommt vor, Oberarm, Rücken, Schulter, alles falsch. Ich brauche 3-4 Runden, dann bin ich erst im Handgelenk. Ja, du musst dich ja auch ein bisschen locker machen, aber es wäre wirklich ein Fehler, aus dem Oberkörper zu agieren. Also der muss komplett ruhig sein. Du musst wirklich dich aufrichten. Die Bewegung kommt nur aus dem Unterarm. Und halt auch immer durchstrecken. Ne? Durchstrecken, das Handgelenk umklappen. Es sieht scheiße aus. Weiß. Ja. Aber es ist so. Also wenn du einen Basketballkorb wirfst, dann klappst du doch auch das Handgelenk um. Da musst du im richtigen Moment den Film stoppen. Dann ist wirklich so. Auch bei Sportlern. Dann siehst du plötzlich, wie hat der das denn gemacht? Der Pfeil ist hier oben und er hat den... So, weißt du so. Ne? Aber dann wird er im letzten Moment tatsächlich so gedreht. Bei mir bleibt die Hand. Die bleibt genauso. Die geht nie runter. Die bleibt vielleicht, sag ich mal, mit dem Unterarm gleichmäßig, aber nie nach unten. Mach ich was falsch? Ja, genau das. Danke. Boah, Gott sei Dank. Und ich habe gedacht, ich könnte weiter da. Warum Eintracht Frankfurt? Weil es ein geiler Verein ist mit einer geilen Fankultur. Mit Partnerschaft mit? Sag. Nee. Aber mit der Ingrid von Indeed. MSV Duisburg. Ah, mit der MSV Duisburg. Ach so, mit den Fohlen. Zebras meinst du? Ja, mit den Fohlen. Die waren mal Fohlen und sind jetzt Zebras. Ja. Komm, den musste ich bringen. Ich habe übrigens im Auto auch noch ein rot-weiß Essen-Shirt. Also das könnte ich dann auch anziehen. Wow. So. Oh, okay. Ja. Und Dartsport, interessierst du dich dafür? Ja, total. Nein, aber gerne nochmal auf Fußball zu sprechen zu kommen. Also ich bin Eintracht-Fan, wirklich schon so seit der Jugend gewesen, weil es einfach in der Region war. Ich war da als 11-jähriger Bub schon und ich weiß auch, dass sie eine lange Fanfreundschaft mit dem MSV Duisburg haben, denen ich auch die Daumen drücke, dass es dann mal wieder noch ein bisschen aufwärts geht. Es ist tatsächlich eine geile Freundschaft, natürlich jetzt durch das Arrangement bei Hessen Kassel. Aber darauf trinken wir erstmal einen Schluck. Aber die einen kommen aus der Ecke von Hessen, die anderen aus der. Das ist keine direkte Rivalität. Ja? Nee. Sonst hätte ich das vielleicht auch da nicht gemacht. Aber Hessen Kassel hat auch zweimal Konkurs, so wie MSV. Weißt du? Das passt dann schon ganz gut. Aber trotzdem schade. Also generell so die Traditionsvereine von damals. Ich finde auch FC Kaiserslautern finde ich eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Ja, bestimmt. Wo die Fans dann auch wirklich noch ins Stadion gehen, auf den Betzenberg. Und ist hoch. Ich war da mal Gästefan und wusste, ich will da nicht wieder hin. Ja, da steige ich lieber ab, als da hoch. Ja, aber du es gibt Vereine, da hast du immer mal was eine Sympathie für. Aus welchen Gründen? Auch wie du schon sagst, Union Berlin war ich auch mal eingeladen. Hab mit dem Bruder vom, wie heißt er jetzt hier, der unser Nationalspieler früher, den man nie groß, genau. Wie kann Bayern München den abgeben? Ganz ehrlich. Ja, aber für ihn war es der beste Schritt. Wunderbar und er hat kein Fehlpass und alles gut, alles gut. Ja, wenn sie den für nächstes Jahr nochmal rekrutieren können für die Nationalelf, das wäre. Was sagst du, Nagelsmann? Ja, ich habe es heute gelesen, ich war erstaunt. Ne? Ich habe mich auch beworben, aber... Ja. Du hast wahrscheinlich wieder zu viel geredet. Ach so. Ja, ich weiß nicht, also da wurden ja wilde Namen vorgeschlagen, auch vom Effenberg, ich schaue gerne mal Doppelpass. Magath. Ja, Magath, Medizinbälle, das ist aus der Mode gekommen. Auch Neuro als Porsche, wenn er vom DFB vorfährt, das muss auch nicht sein. Ich habe mit ihm Kontakt mit Peter und wir haben darüber nicht geredet. Nein, sieht das schon sehr realistisch. Ja, da sind Namen gefallen, Robin Dutt, Ewald Lienen und so, da habe ich gesagt, das ist alles. Ich habe Funkel mal rausgerotzt, ja, weil das die beste Zeit vom MSV seit Jahren war, ne? Aber
Nagelsmann ist natürlich frei, aber Klopp wäre schon die beste Alternative gewesen. Ja, aber das war einfach unrealistisch. Ja. Und ich schätze Klopp auch so loyal ein, dass der da seinen Job erfüllt. Auch von den Geldern her, ja. Ja, und Nagelsmann, da will man nicht wissen, was im stillen Kämmerchen zwischen DFB und Bayern da geflossen ist. Da geht aber auch um Kohle. Ja, natürlich, der hat ja Vertrag. Aber Herr Rummenigge und sind direkt schon aus der Tagforce raus. Ja, aber trotzdem, es ist ein Trainer, glaube ich, der das Potenzial hat, die Jungs nochmal auf links zu drehen, und ich bin eigentlich optimistisch. Man traut ihm zu wenig zu vom Äußeren. Ja, und auch aufgrund des Alters. Man sagt immer, der ist zu jung für einen Trainer, aber er hat ja schon bei mir bewiesen. Auch dasselbe. Selbe Dilemma. Hast du einen Trainer eigentlich? Nee, das gibt's im Dart nicht. Also wir sind krasse Autodidakten, wir bestimmen unseren Trainingsplan selber, unsere Trainingsuhrzeiten. Aber würde ein Trainer helfen, wenn du dich hinterfragst? Ja und nein. Also es ist eher so, dass... Oder mehr ein Mitdater. Eher ein Mitdater, der dich mitzieht, der dich pusht, der dich motiviert, weil schlussendlich ist so, auch wieder das Phänomen in Deutschland, hatten wir ja nie jemanden, der es krass vorgelebt hat. Du hast ja eben gesagt, ich war einer der Ersten, der das irgendwie so ein bisschen dann populärer gemacht hat. Jetzt haben wir Gaga, Schindler, aber wir haben noch nicht mal mehr 10 Vollprofis. Also das muss man wirklich mal sehen. In dieser Sportart gibt es keine 10 Leute in einem ganzen Land, die das hauptberuflich machen und Vollprofis sind. Obwohl eine Sendeplattform hat. Genau, und natürlich tauschen die paar Konkurrenten sich untereinander auch nicht permanent aus. Ja. So, das heißt, du musst eigentlich ins Ausland gehen, nach England, nach Holland, um dir Wissen anzueignen. Ja. Zum Beispiel auch von einem Gary Anderson, der hat mir mal gesagt, wenn du ein gutes Paar Schuhe hast, ne, kauf das 3, 4, 5 Mal, weil das Modell gibt es im Zweifel in ein paar Jahren nicht. Ja. Und wenn das für dich funktioniert hat, geile Latschen waren, dann brauchst du die wieder. So, dann musst du dich nicht umstellen. aber man findet zwar Drillinge. Ja, auch das ist ein Faktor, ne? Ja, Faktor ist richtig. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich so, ich könnte mich über Dartsport über Stunden tatsächlich unterhalten, und ich wünsche dir für deine weitere Karriere, weil A, mega sympathisches Spiel, kennen wir uns. Das ist ja immer so, wenn du jemanden kennst, dann sagst du, komm Junge, jetzt mach es, und dann meckert man auch mal. Max, bist du bescheuert? Was machst du da? Jackie, ich habe 5 € auf dich gesetzt. Meine Freundin pennt in deinem Shirt. Echt? Steht Maximizer hinten drauf. Das ist doch schön. Ja, geht nur nach vorne. Nein, aber. Nein. Ich darf dann. Nein, aber es ist, die Farben sind halt schön. Da war damals mit auch so mintgrün und dann nach schwarz. Genau. Und was, ne? So, ich finde das einfach geil, wenn man jemanden kennt und sagt, alles klar, der ist jetzt in dieser Sportart oder der macht gerade das, und dann hat er Erfolg. Ich drücke dir alle Daumen dieser Welt, dass du tatsächlich zuerst mal zur WM, Marit, ja, ich setze auch einen 5 auf dich. Danke. Versprochen. Nimm aber meine Pfeile. Ich nehme sie mit. Ich hole sie aus dem Köcher. Ja, und auch für die Weitere, auch wenn es damit nicht klappt, für die Weitere, du bist noch relativ jung, weil im Dartsport, das ist ein schöner Sport, man kann auch theoretisch mit 60, 65 noch Erfolg haben. Goldfinger zum Beispiel, wie er da ist und seine Frau sitzt da und du denkst, echt, ist sie zum Nähen da oder jubelt die? Ne? Aber er hat Erfolg und er spielt geradeaus und scheißegal, ob er emotional ein Krüppel ist, sag ich mal. Ja, ist er definitiv. Aber, ja, aber er spielt sein Ding runter und sagt, ach, gewonnen, schön. Ja, weißt Handshake. Ja, super, helfen wir auch hier. Das war Max Hopp, Dankeschön. Dankeschön.